Ja, nur zuletzt, als ich beim Sheriff drin war, hat er mich rausgejagt. Well, looky here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that, till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. Oh. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Ja, das mit dem Leben kann ich jetzt nicht versprechen, aber ich werde mal schauen. That's an important point. Alive, I got it. Das ist sehr wichtig, okay? So, dann schauen wir mal kurz auf der Karte. Oh, das ist ein ganz schönes Stück von hier. Den Typ müssen wir finden und fangen. Ja, das mit dem Fangen, das könnte schwierig werden. Das mit dem Finden, glaube ich, eher weniger. Aber gut, wir werden das auf jeden Fall versuchen. Dafür werde ich jetzt aber erstmal das Spiel abspeichern und danach werde ich mal mein erstes Mal auf Kopfgeldjagd gehen. What we got here? Okay, so kann ich ihn auf jeden Fall nicht fangen. Okay. Are you Benedict Albright? Oh, sir? Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine, and I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Davon brauchst du keine Aura. Get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Please. Oh, shit. Sollte ich nicht drücken? Ach Leute, könnte ich mal entscheiden? Normalerweise muss ich immer drücken. Reite ich jetzt gerade mit seinem Pferd? Das ist doch nicht meins. Ach, da hinten ist er.
gotta cross. Wo ist der? Wo ist der? Swim to the edge. Grab on to something. Hold your breath. Ich glaube, da sollte ich lieber nicht runter. Wo ist er? Get over to the bank. Ja. Help! Help! Save me! Throw a rope or something, please. Oh, Entschuldigung. Let me go. I'll disappear. And it's me. I should be free. Oh. Ups. Kann doch nicht sein, dass man 3 Stunden lang da erstmal zielen muss. Och, nee. Sag mal. So geht's auch, Arschloch. Mein Gott, ey. Will ich jetzt erstmal eine Entschädigung für. This is, very kind of you. Und wo ist jetzt mein Pferd? Und noch wichtiger, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ja, wo ist mein Pferd? Genau. Hallo? Mein Pferd ist gerade abgehauen. Was ist jetzt los? Ja, dann frierst du dir halt die Eier ab, kann ich auch nichts für. Oh. Oh. I seem to keep blacking out. Oh. Sir, I must warn you, my temperature is subnormal. I have medicine in my pocket. Would you pass it to me, please? This isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I'm a medical man. Well. I told you to shut up. Who made you judge? I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all.
You're a bully, sir! Read all about it. Read all about it. Get up, Dan. We're going for a walk. Feet over the thing, you moron. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Kann man da reingehen? Ach so, ja, das wäre vielleicht nicht so günstig. Muss ich die vorher aufmachen? Good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sir, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Yeah. Madam, please, remember what I told you. Woohoo! Gute alte Quacksalberei. Mein einziges Problem ist nur, wo ist jetzt mein Pferd? Ich könnte dich jetzt nehmen, aber ich habe keine Lust, dich zu nehmen. Deswegen gehe ich jetzt mal... Geh weg da. Deswegen gehe ich jetzt mal zum Stall, in der Hoffnung, dass da mein Pferd ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, perfekt. Ich bin wieder mit dir unterwegs, Prinz. Perfekt, mein Süßer. Oder meine Süße oder wie auch immer. Kann ich denn hier? Da unten kann ich Poker spielen und da ist eine fremde Person. Rauchen und anderer Zeitvertrieb. Genau, da möchte ich nämlich hin. Keine Ahnung, warum der jetzt hier hingeritten ist und hier stehen geblieben ist. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Es ist wohl so, dass es am Anfang nicht frei war. Also als, ab Kapitel 2, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, braves Mädchen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Typen hier. So. Guten Tag. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, no, don't worry about these. Actually, well, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, 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 nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. Well, it sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here? Circus freaks. Yes, yes, yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Ramsbottom. At your service. Okay, I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. So, wir haben endlich die Quest bekommen für die Zigarettenbilder, die wir ja auch schon unterwegs gesammelt haben. Aber ich weiß zufälligerweise, dass es da noch einen kleinen Trick gibt. Und zwar, was ist das?
fremde Person. Okay, da können wir gleich auch mal hingehen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel hier nach Valentine gehen. Dann geht ihr hier in den Gemischtwarenladen rein und da könnt ihr dann mehrere Zigaretten hintereinander über den Katalog kaufen, also Zigarettenpackungen. Und nach angeblich relativ kurzer Zeit, also ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, weil ich jetzt nicht so viel Geld habe, aber ich habe mir sagen lassen, dass es wohl auch nicht so viel Geld kostet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel jedes Mal diese Packung kostet, aber es soll wohl nicht mehr als, ich weiß nicht, 100, 200 Dollar sein. Die habe ich jetzt aktuell natürlich noch nicht, weil ich jetzt auch ein bisschen am Sparen bin für unser Lager, dass wir da auf jeden Fall weiter ausbauen können, dass wir da mehr Vorteile von haben. Aber ich würde es gerne machen.